Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video zum Bestimmen von Stammfunktionen. Das ist ein neuer Begriff, kennen wir noch nicht, hat aber mit der guten alten Ableitung zu tun. Und die bilden wir als allererstes mal von der Funktion f von x gleich x hoch 3. Genau, die Ableitung davon könnt ihr ja, schreiben wir hier einfach mal rechts davon hin, f' von x, kriegt ihr glaube ich selber mal hin. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, und ich denke, das habt ihr alle hinbekommen. F' von x ist 3x². Das nennt man die Ableitung. Ja, und jetzt ist es so, eigentlich kennen wir schon eine Stammfunktion, nämlich von 3x², was hier steht, ist x hoch 3 die Stammfunktion. Richtig. Also praktisch das, was rauskommt, wenn man das Ableiten rückwärts machen würde. Jetzt ist aber f von x die eigentliche Funktion und wir wollen davon die Stammfunktion bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt in die andere Richtung ableiten, rückwärts machen. Man hat dafür auch einen Buchstaben, also man nimmt dafür einfach ein großes f, das ist dann die Stammfunktion. Und wir suchen jetzt sozusagen diese Funktion, die dann wieder abgeleitet, diese Funktion x hoch 3 ergibt. Und ich glaube, das könnt ihr auch mal selber ausprobieren und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, die Stammfunktion ist groß, f von x gleich 1/4 x hoch 4. Gut, darauf könnte man kommen vielleicht, aber wie hätten denn die Schüler darauf kommen können? Na gut, also wir wissen ja beim Ableiten, wir gehen nochmal vom x hoch 3 aus, verringert sich die Hochzahl um 1 auf 2. Also wenn man es rückwärts macht, könnte man auch als Aufleiten bezeichnen. Das hören nur manche Mathematiker nicht so gerne, wir sagen es aber trotzdem. Da könnte man die Hochzahl um 1 erhöhen, also von 3 auf 4. So, jetzt muss man aber aufpassen, denn man muss jetzt wieder denken, was wäre denn, wenn ich es wieder rückgängig mache, also das wieder ableite. Und da würde bei x hoch 4 das 4 als Faktor nach vorne kommen. Wenn wir zum x hoch 3 schauen, da steht keine 4 davor. Deswegen schreiben wir das 1/4 mit hin, weil dann, wenn ich die Stammfunktion ableite, die 4 sich ausgleicht und ich mein x hoch 3 bekomme. Stimmt, das ist wieder richtig. 1/4 x hoch 4 würde abgeleitet x hoch 3 ergeben. Gut, jetzt seht ihr schon, wir haben hier eine Lücke gelassen. Und es gibt hier nämlich nicht nur eine Stammfunktion, es gibt hier noch andere Stammfunktionen. Was wäre denn zum Beispiel eine andere Stammfunktion? Wir könnten zum Beispiel nehmen 1/4 x hoch 4. Gut, das ist aber wieder dieselbe. Ja, aber plus 2. Okay, ich schreibe es mal hin, überlegen wir es uns mal. Also, was passiert mit dem plus 2? Das plus 2, wenn man es ableiten würde, alles fällt weg. Aber dann hätte das auch diese Funktion hier, wenn wir das hier wieder ableiten. Ja gut. Und dann gibt es ja auch noch im Endeffekt ganz viele Stammfunktionen. Man könnte ja hier statt plus 2 alles Mögliche hin. Minus 1, plus 3, minus 427, genau. Es gibt zu jeder Funktion klein f von x unendlich viele Stammfunktionen groß f von x. Normalerweise, wenn wir welche bestimmen sollen, werden wir jetzt auch merken, suchen wir meistens, wenn nichts anderes verlangt wird, immer nur die, wo hinten kein konstanter Faktor, also kein plus irgendeine Zahl hinkommt. Aha, und das haben wir also auch hier gemacht. Also hier würde sozusagen noch stehen plus 0 und das braucht man halt nicht schreiben. Genau. Okay, also Stammfunktionen, kann man es merken, gibt es unendlich viele. Ableitung gibt es aber nur eine. Genau, so ist es. Und jetzt schauen wir uns ein paar Regeln an, weil es ist leider nicht immer ganz so leicht, die Stammfunktion zu bestimmen. Allgemein können wir folgende Definition aufschreiben. Eine Funktion, groß f, heißt Stammfunktion zu einer Funktion klein f, wenn folgendes gilt, naja, dass die Ableitung von groß f, also groß f' von x, gerade wieder f von x ist. Gut, und da gibt es einige Regeln. Im Endeffekt gibt es zwei Hauptregeln eigentlich. Wenn f von x eine Potenzfunktion ist mit x hoch r, so wie im Beispiel vorher auch, r darf dabei nicht minus 1 sein, das ist ein Sonderfall, da kommen wir gleich noch drauf, dann bildet man die Stammfunktion groß f von x mit 1 durch r plus 1, mal x hoch r plus 1. Gut, jetzt dürft ihr gleich mal selber tätig werden. Ihr seht drunter in hellblau ein Beispiel. Das könnt ihr gerade mal genau nach der Regel ausprobieren. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, die Stammfunktion groß f von x ist dann 1 durch eben 4 plus 1, also r plus 1, 4 plus 1, mal x hoch, hier auch 4 plus 1, gibt 1/5 mal x hoch 5. Gut, das unten sieht jetzt erstmal sehr kompliziert aus, ist es aber gar nicht, wenn man sich schön nach der Regel hält. Was hier dargestellt ist, nämlich dass f von x g von cx plus d ist, meint einfach nur, dass wir wieder so verschachtelte Funktionen haben, kennen wir schon von der Kettenregel so ähnlich. Das sehen wir rechts, leiten wir insofern ab, dass man dieses
c, was da drin als Faktor vor dem x steht, in den Nenner davor schreibt, also 1 durch c, und dann mal der Stammfunktion der äußeren Funktion. Okay, wir gehen mal direkt ins Beispiel ran. Wir haben f von x ist, Klammer auf, 2x plus 3 hoch 4. Wir haben es jetzt auch hier in der gleichen Farbe gekennzeichnet. Das 2 ist unser c. Und wie gehen wir jetzt vor? Na gut, die innere Funktion ist dann eben unser 2x plus 3. Und die äußere Funktion, also das, was hier dieses g entspricht, ist das hoch 4. Okay, wir sehen ja schon, 1 durch c ist dann 1/2. Mhm. Gut, können wir hier hinschreiben. Mal dann eben die Stammfunktion von der äußeren Funktion von hoch 4. Und hoch 4 wissen wir ja hier schon, wie wir es aufleiten. Genau. Also, ja, ein bisschen schwierig, aber probiert es doch mal. Vielleicht kriegt ihr es ja hin. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wie gerade eben gesagt, wir haben zunächst mal die 2 in den Nenner geschrieben, 1/2. Und jetzt die Regel von oben angewendet. Wir haben die Hochzahl in den Nenner geschrieben, aber plus 1 wie auch oben, also 1 durch 4 plus 1, mal, Klammer auf, 2x plus 3. Die Klammer bleibt unberührt, ähnlich wie bei der Kettenregel. Und dann haben wir die Hochzahl um 1 erhöht, von 4 auf durch plus 1 auf 5. Genauso kommt es dann noch hinten zusammengefasst, als 1/10, mal Klammer auf, 2x plus 3, Klammer zu, hoch 5. Gut, jetzt gibt es noch zwei Sonderfälle. Ein, wo f von x 1 durch x ist. Und 1 durch x ist ja auch dasselbe, ich schreibe das mal hin, wie x hoch minus 1. Das heißt, bei beiden Fällen gilt dieser Sonderfall, weil es ja genau dieselbe Funktion ist. Das ist übrigens auch dieser Sonderfall von oben. Da ist nämlich r minus 1. Da darf man also nicht diese Regel benutzen, sondern, wenn das die Funktion ist, ist die Aufleitung, also die Stammfunktion, immer der natürliche Logarithmus von x. Ja, es gab dann auch ein paar Sonderregeln beim Ableiten bei Sinus, Cosinus. Und zwar wissen wir noch, die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus, die Ableitung vom Cosinus ist der Minus Sinus und die Ableitung vom Minus Sinus ist der Minus Cosinus. Und wenn man das nochmal ableiten würde, dann kämen wir wieder zum Sinus zurück. Das Schöne ist, man muss sich nichts Neues merken, sondern beim Ableiten geht das Ganze einfach andersrum. Also ist beim Aufleiten geht das Ganze andersrum. Das heißt, die Stammfunktion vom Sinus ist der Minus Cosinus, die Stammfunktion von Minus Cosinus der Minus Sinus und die Stammfunktion von Minus Sinus der Cosinus. Wer sich jetzt fragt, warum bei den Sonderregeln vom Stammfunktion bilden e hoch x fehlt, da ist keine Sonderregel, das ist wie beim Ableiten, nämlich wie? Ja, stimmt, das ist wie beim Ableiten. Beim Ableiten ist ja e hoch x wieder e hoch x, also ist beim Aufleiten e hoch x auch wieder e hoch x. Gut, wird auch gleich in einem unserer Beispielaufgaben vorkommen. So, drei kleine Aufgaben zum Starten. Jeweils soll eine Stammfunktion bestimmt werden. Wir fangen an mit e hoch 5. X. Wir wissen schon, die Stammfunktion von e hoch x bleibt e hoch x. Aber ist die Frage, was beeinflusst dieses 5? Na gut, wir haben hier eine äußere Funktion e hoch irgendwas und eine innere Funktion 5x. Und wir erinnern uns, das ging so wie bei der Regel, bei dieser zweiten Regel, die wir hatten. Wenn wir eine innere Funktion haben, wo vor dem x irgendeine Zahl steht, hier eben 5, dann schreiben wir die vorne dran mit 1 durch diese Zahl, also hier 1/5. Und die E-Funktion müssen wir aufleiten, es gibt aber wieder die E-Funktion, das heißt, die können wir einfach hinschreiben und sind fertig. Gut, dann kommen wir jetzt zur B. Dort ist jetzt mit Sinus und Cosinus. Das solltet ihr aber, wenn ihr dieses Rad von vorhin anguckt mit den zwei Richtungen, mit dem Sinus und Cosinus, eigentlich auch selber hinkriegen. Probiert's mal. Die Lösung gibt's in 3, 2, 1. So. Erstmal gilt Folgendes. Die 5 ist ein konstanter Faktor und wie beim Ableiten bleiben konstante Faktoren auch beim Aufleiten zunächst mal stehen. So, dann wird aus Cosinus 5x nach dem Rad Sinus 5x. Auch das schreibt man unverändert hin und wie beim Ableiten gilt auch, es ändert sich nie das, was in der Klammer drin steht vom Sinus. So, was wir aber noch brauchen, wir haben wieder diese verschachtelte innere Funktion, dieses 1 durch c. Das c ist die Zahl, die vor dem x steht, das wäre die 5, also schreiben wir noch 1/5 vorne mit hin. Und 5 mal 1/5 gleicht sich gerade aus, deswegen bleibt nur Sinus von 5x übrig. Gut, dann kommen wir jetzt zu c, f von x gleich 2 durch x. Und dazu ein kleiner Tipp, bevor ihr loslegt. Und zwar müssen wir hier die Funktion noch ein bisschen bearbeiten, bevor wir die Stammfunktion überhaupt bilden können. Und zwar dieses 2 durch x kann man ja schreiben als 2 mal
1 durch x. Ja, und das sieht schon sehr nach einem unserer Sonderfälle aus von gerade eben. Und damit, mit diesem Tipp, solltet ihr es auch hinkriegen. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, bei der Stammfunktion bleibt diese 2 einfach erhalten. Und das 1 durch x wird ln von x. Ja, und wir sehen schon, wir haben jetzt hier zwei Betragszeichen eingefügt. Die gehören da auch hin. Das haben wir gerade eben bei der Regel vergessen. Bitte ergänzt es dort auch noch und niemandem verraten. So, wir kommen zur zweiten Aufgabe. Bestimme die Stammfunktion, nicht mehr eine, von f von x, die durch den Punkt 0, 1 verläuft. Das ist jetzt ein bisschen was Neues. Na gut, auf jeden Fall müssen wir erstmal eine Stammfunktion bilden. Also das können wir schon mal machen. Groß f von x auf jeden Fall. So, ein bisschen was machen wir gemeinsam, ein bisschen was macht ihr. Was passiert mit der 4? Die 4 bleibt stehen, das ist ein konstanter Faktor. Okay. Und das andere, dieses Klammer auf, 4x plus 3 hoch 2, probiert ihr mal die Aufleitung davon zu machen. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, also hier steht noch mal ein Viertel. Das ist dieses 1 durch c, was hier eben diese 4 ist, mal ein Drittel. Das kommt davon, weil wir diese Hochzahl 2 um 1 erhöht haben. Sie 3 ergibt, dann müssen wir 1 durch 2 plus 1, also 1 durch 3 vorne dran schreiben, mal die gesamte Klammer und dann die Hochzahl um 1, wie gesagt, erhöht. 4 mal ein Viertel können wir noch vereinfachen. So 1, brauchen wir gar nicht hinschreiben. Haben wir ein Drittel mal Klammer auf 4x plus 3, Klammer zu hoch 3. Ja, und bin fertig. Und was soll das hier mit dem Punkt und die Stammfunktion? Ja, das ist ja nur eine Stammfunktion. Wir haben bisher eigentlich immer, auch allgemein alle bestimmt, nur haben wir gesagt, wir haben eine genommen, die sehr einfach ist, nämlich die, wo der Summand, der hinten dran ist, plus 0 ist. Aber wenn man allgemeine Stammfunktion bildet, müssen wir ein plus c hinfügen, weil da könnte irgendeine Zahl sein. So, und wir suchen jetzt diejenige Zahl, für die, wenn man den Punkt 0, 1 einsetzt, die Funktion auch wirklich, der Punkt auch wirklich auf der Funktion liegt. Und genau das machen wir jetzt. Wir setzen die 0 für das x ein und die 1 links vom ist gleich für das Groß f von x. Und dann lösen wir das Ganze nach c auf und bestimmen so unser c. Und das kriegt ihr selber hin. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, das habe ich mal gemacht. Also ich habe p eingesetzt. 1 ist gleich, diese ganze Funktion mit 0 für x eingesetzt, plus c. Habe das vereinfacht. 4 mal 0 fällt weg. 3 hoch 3 ist 27. Mal ein Drittel gibt 9. Dann Äquivalenzumformung minus 9. Dann war das c minus 8. Und dann habe ich die Stammfunktion nochmal hingeschrieben mit eben dem minus 8. Jetzt bin ich fertig, oder? Genau, das ist die Funktion, die wir oben schon bestimmt hatten, bevor das c kam, nur um 8 nach unten versetzt, damit auch wirklich der Punkt 0, 1 durchläuft. Jetzt sind wir fertig und weitere Übungen gibt es wie immer im Unterricht. Ciao! Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.